Hier sind Daphne und Frau Meier. Heute geht's mal nicht um meinen Garten, sondern wir gehen sofort in die Küche und kochen. Daphne hat Hunger. Auf jeden Fall. Hallo, ihr Lieben aus der Küche. Hallo. Heute kochen wir mit Schnittlauch. Oh, was gibt's denn? Was gibt's denn? Die alte Nervensäch. Auf vielfachen Wunsch einer einzelnen Person neben mir gibt's heute das Lieblingsrezept vom Papa, eine Brotsuppe. Ja, das hat mein Papa sehr geliebt. Eine fränkische Brotsuppe, und da gehört natürlich der Schnittlauch mit rein. Genau. Da bin ich dir auch sehr dankbar, dass du die machst. Okay, ich habe, bei uns zu Hause war das jetzt kein so Papa-Gericht, aber wenn das für dich ein Herzenswunsch ist, dann machen wir selbstverständlich eine Brotsuppe, damit Kindheitserinnerungen wieder wach werden. Das war eins der wenigen Dinge, das ich mochte, was eines der Lieblingsessen von meinem Vater war. Viele Sachen, die er toll fand, fand ich ja grauslich. Was denn? Na, die Generation unserer Eltern hat auch so komische Sachen gegessen. Mein Vater hat immer geschwärmt von panierten Kuhäuter und dann mochte er so Schweinehirn mit Ei in der Pfanne. Widerlich. Aber die Brotsuppen war halt das, was ich dann auch toll fand. Okay, also sehr wenige Sachen, die uns verbunden hat. Sagen wir es, wie es ist, ein Schweinehirn und Kuhäuter gebraten. Da ist ja Brotsuppen ein 5-Sterne-Gericht. Ja, absolut. Als Kind habe ich fast gebrochen, wenn so Zeug. Also das Kuhäuter, Gott sei Dank, gab es das nie. Aber so Hirn gab es ab und zu. Und das war wirklich wie eine Pfanne Würmer, hat das ausgesehen. Ganz schlimm. Also das gab es Gott sei Dank bei uns nicht. Also ich habe auch schon so verschiedene Sachen nett gemocht und die musste ich dann immer essen. Schlimm. Also das habe ich mir dann geschworen, bei meiner Kinder mache ich das aber nicht. Ja, weil du weißt ja, was passiert. Wenn du es erzwingst, dann hast du von vornherein schon dieses, dann hast du es doch eh. Ja. Also dann wird das nie was. Nee, das wird nie was. So, du hast jetzt Zwiebeln angedünstet, rot-weiß, aber das können auch nur weiße oder nur rote sein, ist wahrscheinlich wurscht. Genau. Und ein bisschen Knoblauch, ne? Ja, selbstverständlich, aber ein Knoblauch ist drin. Ich weiß nicht, ob das dein Papa Arnei hat, aber das rundet das Ganze doch eher etwas ab. Ja, also das wäre ihm bestimmt wieder zu exotisch gewesen. Wobei, ich glaube, er hat damals, als er älter wurde, von Ilja Rogow die Knoblauch-Trachees gegessen. Also ich die haben sie gegessen, verstehst du? Ja. Aber über die Türken und Italiener, die viel mit Knoblauch gekocht haben, da ist geschimpft worden. Ja, typisch. Ja, also wir machen das auf natürliche Art und Weise. Wir drehen den Knoblauch so neu. Genau. Und keine Trachees und lieben türkische und italienische Gerichte. Eben. Mit viel Knoblauch. Wir heißen immer fremdländische Küche willkommen. So, jetzt hast du das richtige Gemüse. Das heißt also Erbsen, Lauch und Karotten noch mit rein, gell? Genau. Und was liegt denn da? Ach, das sind die Abschnitte von der Karotte. Ich habe gerade gesagt, das sieht ja aus wie kleine Schnecken. Nein. Und die Sachen hatte ich ja vorher schon alle geschält, ne? Mhm. Und da haben wir jetzt die Brühe gekocht und die kommt jetzt da noch mit rein. Perfekt, hier wird nichts vergeudet, wie immer. Nein. Das ist immer so lobenswert bei dir. Toll. Selbstverständlich. Sehr schön. Naja. So, jetzt köchelt die so vor sich hin, gell? Ja. Und dann schneiden wir jetzt einmal den Schnittlauch. Mhm. Also muss schon ein wenig viel Schnittlauch geben. Ja, natürlich. Das muss schon, also man muss das schon schmecken. Diese leichte Schärfe, dieses also, Lauchige, ich mag das ja gern. Ganz ehrlich, ne? Ein frisches Bauernbrot und ein Butter drauf und ein Schnittlauch ist schon perfektes Abendessen. Oder so ein Laugenbrez mit Butter und Schnittlauch. Oh, ja. Genau das gleiche in Grün. Sehr geil. Übrigens, weißt du noch, wie man in Kronach dazu sagt, in meiner Heimatstadt, in Kronich? Oh, ich glaube, ich muss es vergessen. Ich kann das auch, wie man es in Michla nennt. Du hast den Graserling. Das hat und fast so ähnlich ist bei uns der Gräsling. Ach so. Aber es gibt noch andere tolle Begriffe aus verschiedenen Dialekten. Da gibt es zum Beispiel den Schnittling, den Brieslauch, den Grusenich und den Graslauch. Wahnsinn, gell? Ja, naja, Graslauch. Macht Sinn. Macht Sinn. Das ist eine sehr bildreiche Beschreibung, das stimmt schon. Das stimmt, ne? Jetzt hast du noch ein bisschen Brühe nachgefüllt. Ja, weil so viel Gemüse drin war. Ich meine, ich mag ja, wenn die Suppe so richtig dick ist, aber es kommt ja jetzt auch noch das Brot rein.
Genau. Ne? Denn der Ursprung der Brotsuppe war halt ein typisches, ich komme ja aus dem Frankenwald und das war ja keine reiche Gegend. Das heißt, es gab, bei euch waren ja alle so wohlhabend, aber bei uns, wir waren ja alle so arm. Du verwechselst das mit den Kobercher. Die Kobercher haben Geld gehabt. Wir in Lichtenfels, wir waren auch ganz, ach, ganz arm. Ja. Ihr wart ja die armen Korbmacher, stimmt. Und wir waren die armen Flößer, weißt du, bei uns wurde immer Holz aus dem Wald und so. Ach, das waren Zeiten. Naja, jedenfalls wurden da die Brotreste, wenn das Brot schon ein bisschen hart wurde, in Würfel geschnitten und dann hat man die Brühe drüber gemacht und dann hat sich quasi das Brot nochmal schön vollgesaugt, wurde nochmal weich und dann konnte man es nochmal essen. Also eigentlich auch wieder Resteverwertung, wenn du es willst. Ein typisches Beispiel der oberfränkischen Arme-Leute-Küche. Okay. Und jetzt bestimmt noch ein wenig Gräsling als Dekoration. Oh. Genau. Naja, Schnittlauch tun wir schon auch noch ein wenig rein, ne? Ja, finde ich, auf jeden Fall. Also jetzt tun wir ein bisschen drauf, ne? Damit es ordentlich aussieht. Und wenn wir es jetzt dann essen, tun wir uns schon noch ein wenig drüber, ja, oder? Dann machen wir schon noch mal die halbe Schüssel drin. Fürs Bild reicht es jetzt so. Und wenn ja, dann, wir wollen ja niemanden verschrecken. Guck, wie schön. Ja, toll. Und wenn die Kamera aus ist, geben wir Gas. Toll, wirklich. Also das hast du sehr schön gemacht. Bin ich dir sehr, sehr dankbar. Das ist wirklich so ein bisschen Kindheitserinnerung, gell? No? Da so? Wird sich der Papa freuen, wenn er das sieht, gell? Genau. Und da haben wir auch schon das Rezept. Und da ist schon das Rezept. Und wenn euch das gefällt, was wir jetzt mal so fabrizieren, dann könnt ihr uns gerne abonnieren. Da freuen wir uns drüber. Es gibt auch so eine kleine Glocke, müsst ihr mal gucken, die könnt ihr aktivieren. Dann kriegt ihr mal eine Info, wenn ein neues Video von uns veröffentlicht ist. Und die Videos gibt es ja immer wann, die neuen? Sonntagmorgen. Genau, weil da liegen die Leute im Bett, denen ist langweilig. Und bevor ihr euch aus Verzweiflung am Partner oder an der Partnerin vergreift, guckt ihr lieber ein Video von uns, dann lernt ihr was. Und habt noch ein bisschen Spaß dabei. Gell? Ich meine, das könnt ihr natürlich auch machen, aber danach wird geguckt. Danach wird geguckt. Oder davor. Oder davor. Je nachdem. Wichtig ist, dass es guckt. Ja. So. Also, dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag und bis dahin. Bleibt gesund. Und sexy. Tschüss. Tschüss.